Entscheidend für die Beurteilung der Lage ist immer die Zahl der Infizierten. Am Freitag waren es 357 pro 100.000 Einwohner, heute sind es 327. Die Tendenz ist also die richtige. Aber wir müssen uns die Lage tagesaktuell genau anschauen. Und mit über 300 sind wir immer noch ziemlich hoch. Ich habe gelernt, dass ich es niemandem recht machen kann. Die einen sagen, die Maßnahmen sind zu spät und zu milde, die anderen sagen, es war zu früh und viel zu hart. Fakt ist, dass wir auf die Experten hören müssen. Und die Experten sagen, man muss Geduld haben. Man muss 2 Wochen Geduld haben, um feststellen zu können, ob die Maßnahmen greifen. Die Experten, das sind das Landesamt für Gesundheit, die Professorin am Uniklinikum oder auch der Leiter von unserem Gesundheitsamt. Wir müssen uns die Zeit jetzt einfach geben. Wir haben in den letzten Wochen sehr intensiv das Infektionsgeschehen in unserer Stadt und an unseren Bildungsorten beobachtet und uns vor den Herbstferien zusammen mit dem Gesundheitsamt und den staatlichen Schulaufsichtsbehörden dafür entschieden, ab heute, Montag, den 9.11., die Schulen zum Teil weiterhin geöffnet zu lassen. Das sind die Grundschulen, die Förderschulen und die Mittelschulen, die wir geöffnet lassen. Und bei den weiterführenden Schulen, bei den Gymnasien, den Realschulen und auch den Berufsschulen in einen Wechsel von Präsenzunterricht und Distanzunterricht zu gehen. Die Kindertageseinrichtungen lassen wir weiterhin geöffnet. Wir haben uns ganz genau angeschaut, wie viele Corona-infizierte Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte es in Relation zur Gesamtschülerinnenzahl jeweils an unseren Schulen gibt. Derzeit kann ich sagen, wirklich unter dem Vorbehalt ist es derzeit, dass die Schulen keine Infektionstreiber sind. Wir bitten aber alle natürlich auch in den nächsten Wochen konsequent die AHL-Regeln vor Ort in den Schulen und in den Kitas einzuhalten. Wir bitten alle weiterhin die Maske in der Schule und auf dem Schulgelände aufrechtzuerhalten. Das trägt zum Schutz aller bei. Wir haben aber darüber hinausgehend auch weitere Maßnahmen ergriffen. Zum einen innerhalb der Schulen, dass dort, wo Unterricht oder außerschulische Angebote über verschiedene Gruppen stattfinden, diese in den nächsten Wochen nicht mehr stattfinden. Ich nenne als Beispiel den Religionsunterricht, der nur noch in einem Klassenverband stattfinden kann, oder Angebote zum Beispiel der Sing- und Musikschule in den Kitas, die weiterhin nicht stattfinden, um den Infektionsschutz in diesen Orten zu erreichen. Des Weiteren haben wir geschaut, auch den Schulweg noch weiter sicher zu machen, wenn die Kinder und Jugendlichen den ÖPNV benutzen. Wir haben geschaut, dass die Schulen unterschiedliche Schulanfangszeiten haben und ein unterschiedliches Schulende, damit nicht so viele Kinder und Jugendliche sich auf dem Schulweg im ÖPNV begegnen. Auch das trägt zur Sicherheit aller bei. Die Pandemie birgt die große Gefahr, Bildungsungleichheit zu verschärfen. Deswegen wollen wir hier und jetzt und gerade in unserer Stadt die Chancen unserer Kinder ermöglichen und sie verstärken und wollen unsere Kinder schützen zu ihrem Wohl und zum Wohl ihrer Familien. Wir wollen möglichst kein Kind verlieren. Und darüber hinaus wollen wir die Schulen und die Kindergärten so lange wie möglich natürlich auch offen halten, um den Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen.